Yes. Okay. Sie kiekst, sie lacht und sie ist brutal ehrlich. Well, I'm on Prozac right now. Derzeit bin ich auf Prozac, schon lange nicht mehr geweint. So I haven't cried in a long time. It's like rain. Alanis Morissette, in den 90er Jahren weltberühmt geworden als wütende Rockstar-Queen, wirkt bei unserem Interviewtermin in München entspannter denn je und spricht ganz offen über ihre Ängste, Süchte und Depressionen. Gotta be medicated. Solange ich die richtigen Medikamente bekomme, kann ich funktionieren. Doch zu Beginn verrät uns die mittlerweile 46-Jährige ihren ganz persönlichen Grund für 8 lange Jahre Albumpause. Children. I wanted so badly. Kinder. Ich wollte unbedingt Kinder. Berufliche und künstlerische Erfüllung hatte ich schon mein ganzes Leben. Persönliche Erfüllung hingegen war schwer greifbar eine Zeit lang. Also heiratete ich, habe jetzt 3 Kinder. Jedes Kind ist ungefähr 50 Alben mal 1 Million. Each child is like 50 records times 1 million. So I've been writing. Aber ich habe weiterhin Songs geschrieben, in den kleinen Momenten um 4 Uhr morgens. Das neue Album ist über die letzten Jahre entstanden. Over the last couple of years. Ihr mittlerweile 9. Studioalbum und das ist für Morissette typisch, schonungslos offen. In Reasons I Drink, der ersten Single-Auskopplung, besingt sie alltägliche Süchte. These are the reasons I drink. The reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. You know, I have a lot of empathy for Ich habe großes Mitgefühl für Menschen, die süchtig sind. Ich sehe sie nicht einmal als Süchtige. Ich glaube, diese Menschen, mich eingeschlossen, suchen einfach nach einer Linderung von Fehlregulationen. Nervosität, kämpfen, flüchten, erstarren in Stresssituationen. Wir leben in einer Kultur, in der unser Herz andauernd auf Hochtouren schlägt. Dafür sind unsere Körper aber auf Dauer nicht gemacht. Also essen wir und zocken wir und machen all diese Dinge, die funktionieren. Auch wenn sie nur funktionieren, bis sie dich umbringen. Sie funktionieren und dann bist du tot. Gambling or doing all the, you know, the things that work, I call it. They work until they kill you. They work and then you're dead. Aber ich verstehe diese Süchte und ich habe viel Mitgefühl für Menschen, die süchtig sind. Meist sind es ja mehrere Süchte auf einmal, teilweise gleich 5 gleichzeitig. Die da wären bei ihr selbst? Mine were love and work. Love, work, food. Liebe, Arbeit, Essen und dann noch all die anderen Guten obendrauf. Härtere Sachen konnte ich nie nehmen, dafür war ich zu sehr workaholic. Die Sucht musste sozusagen perfekt passen, damit ich in der Lage war, weiterzuarbeiten. Nichtsdestotrotz, Sucht bleibt Sucht. Still addiction. Und Workaholic ist fast noch untertrieben. Ihre erste eigene Plattenfirma gründete die gebürtige Kanadierin im Alter von 10. Mit 17 war sie in ihrer Heimat bereits ein Teen-Popstar. Stellt sich doch die berechtigte Frage, wie kommt's, dass du da nie den Drogen verfallen bist? Why not on drugs and like totally, you know? How do you know I'm not on drugs? Woher weißt du, dass ich nicht auf Drogen bin? Bin gerade voll auf einem Trip. Nein, Spaß, ich bin froh, dass ich am Leben bin. Ich glaube, manche Menschen explodieren und andere wie ich implodieren mehr. Some people implode. I'm more of an imploder. I'm more passive-aggressive. Ich bin da eher passiv-aggressiv. Da hilft das Songschreiben wieder. Wenn ich mich nicht ausdrücken könnte, würde ich wahrscheinlich krank werden und schlimme Dinge würden passieren. Schlimme Dinge passierten 1995 nicht. Vielmehr war es der Start zur Megakarriere. Morissettes internationales Debütalbum Jagged Little Pill verkaufte sich bis heute mehr als 33 Millionen Mal. Für sie selbst auch 25 Jahre später noch schwer greifbar. Feels like 25 minutes in some ways. Teilweise fühlt es sich wie 25 Minuten an und dann auch wieder wie ein ganz anderes Leben, an das ich mich nicht mal mehr erinnern kann. Aber das Gute ist, ich kann diese Songs immer noch mit Überzeugung singen. Das hilft. Ich glaube, wenn ich dazu nicht mehr in der Lage wäre, würde ich sie auch nicht mehr singen. I just wouldn't perform them. It's like rain. Ich glaube, es gab den Menschen die Erlaubnis, 3 Dinge zu fühlen, die sie sonst nicht fühlen dürften. Hauptsächlich Wut. Anger in particular. Wut, Traurigkeit und Angst. Diese Gefühle versuchen wir zu verstecken, ich jedenfalls. Das Album gab den Leuten diese Erlaubnis, ihre menschlichen Emotionen so zu nehmen, wie sie sind.
So emotional ehrlich die Sängerin in ihren Songtexten ist, so überraschend offen spricht die mittlerweile dreifache Mutter mit uns über ihre psychischen Krisen. Nach jeder ihrer Geburten litt sie an postnatalen Depressionen, so auch bei Sohn Winter Mercy im Sommer 2019. Right now it's just about. Jetzt gerade, um ehrlich zu sein, warte ich einfach, bis es vorbei ist. Bei mir geht das jetzt seit 2 Jahren, obwohl postnatale Depressionen für immer sind. Aber die ersten 2 Male waren es immer 2 Jahre für mich. Du hattest es nach allen 3 Kindern? Bei meinen ersten 2 Kindern war es mehr die Depression. Beim 3. ist es mehr die Angst. Solange ich die richtigen Medikamente bekomme, kann ich funktionieren. And once that happens, you know, I can still function. What helps you? Was hilft da am besten? Being honest. Ehrlich zu sein. Eine Handvoll Menschen um mich zu haben, die es verstehen. Wenn meine Stimmungen schwanken, dann wissen sie Bescheid und denken nur, wir lieben dich, mach einfach weiter. We love you. Keep going. Nach den ersten 2 Geburten verließ Morissette teilweise tagelang nicht das Haus. Das war in den depressiven Phasen. Bei den Angstzuständen geht es mehr um die Gedanken, die einen regelrecht angreifen. Die sind einfach furchtbar. Aber ich weiß, mit ihnen umzugehen. Und ich weiß, dass es sich eben um PPD handelt und dass es weggehen wird. Dass da ein Licht am Ende des Tunnels ist. Ein hoffnungsvolles Licht, das auf Such Pretty Forks in the Road, zu Deutsch welch schöne Gabeln auf dem Weg, deutlich strahlt. Das ist wohl einer der längsten Albumtitel jemals, oder? Ist das so? Supposed former infatuation junkie? Oh, das hat mehr Silben. Stimmt, nochmal. Such Pretty Forks in the Road. Mist, aber es hat mehr Wörter. Right there. So it's in the zone. In the zone. Of obnoxiously long. Also irgendwie in der unausstehlich langen Zone. Für mich steht dieser Albumtitel einfach für die verschiedenen Kreuzungen im Leben, an denen man wählt. Zu heiraten oder nicht zu heiraten, umzuziehen oder nicht. Ja oder nein zu gewissen Karrieredingen zu sagen, sich zu entscheiden, ob man sich umeinander kümmert. Jeden Tag gibt es an die 50 Entscheidungen und jede dieser Gabeln auf diesem Weg können den Rest unseres Lebens ändern. Und diesen Lebensentscheidungen begegnet sie vorzugsweise mit einem Lachen. Eine Überlebensstrategie? Yes. Yes, it is. Ja, ist es. Es ist eine Überlebensstrategie. Es gibt Menschen wie ich, die es allen recht machen wollen. Andere sind sehr kämpferisch und ziehen sich in sich zurück. Das mache ich auch manchmal. Dissociate, I do that too sometimes. So we all have our survival strategies and mine, since I was quite little, was to. Wir haben alle unsere Überlebensstrategien. Meine war seit Kindheitstagen zu lachen, obwohl ich leide. Ich sage nicht, dass es eine gute Strategie ist. Manchmal ist es okay. Aber als Lebensmotto hat es mir nicht in meinen Beziehungen oder meiner Beziehung zu mir selbst geholfen. Wann hat sie denn das letzte Mal aus vollem Herzen gelacht? Das letzte Mal? Jetzt gerade. Aber so ist das immer, ob auf Tour oder sonst wo. Wenn ich nicht lachen könnte, könnte ich gar nicht weitermachen. I can't keep going. The last time I cried. Und wann das letzte Mal geweint? Well, I'm on Prozac right now, so I haven't cried in a long time. Nun ja, derzeit bin ich auf Prozac, deshalb habe ich schon lange nicht mehr geweint. Aber sobald ich es absetze, werde ich wieder weinen. Dann weine ich hoffentlich wieder täglich, ähnlich wie meine Kinder, wenn sie ihre Schreimomente haben. Ich glaube, auch Erwachsene haben jeden Tag so ihre gewissen Stunden. Je mehr ich weinen kann, desto besser. Aber das habe ich schon lange nicht mehr, leider. So, the more often I can cry, the better. But I haven't in a while, unfortunately. Definitiv ein Grund für Freudentränen, Alanis Morissettes neues Album und natürlich 25 Jahre Jagged Little Pill. Was würde sie denn rückblickend heute, nach einem Vierteljahrhundert, der jungen Alanis sagen? Was ich meinem jüngeren Ich sagen würde? Dass sie das alles ganz toll macht. Und ich würde sogar sehr genau werden. Ich bin ein großer Fan der Entwicklungslehre. Als Eltern sollten wir sehr mit Worten reflektieren. Wow, das war sehr schlau. Toll, das war wirklich lustig. Wow, that was really funny. Wow, your brain works quickly. Da hat dein Gehirn aber schnell geschaltet. Ich würde sie ermutigen, mehr Feedback zu bekommen, das sie unterstützt. Ich befand mich ein bisschen in einem Vakuum damals. Because I was just in a vacuum a little bit. Thank you so much. Thank you.